Okay, ihr Lieben, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich damit anfangen soll und wo ich am schlauesten anfange. Zuallererst, das hier wird ein komplett spoilerfreier Talk werden. Ich werde hier keine Dinge spoilern und euch einfach nur meinen Eindruck von der Serie Jurassic World Chaos Theory vermitteln. Ich sag schon mal vorweg, das Ding ist mit Abstand das Beste, was uns Jurassic World jemals geliefert hat. Ich gehe sogar noch eins weiter und sage, Jurassic World Chaos Theory ist besser als Jurassic Park 3. Ihr wisst, ich liebe Jurassic Park 3 und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Wenn ich aktuell ein Ranking machen würde, würde ich die Serie Jurassic World Chaos Theory zwischen Jurassic Park 1 und Jurassic Park 2 einreihen. Ich würde der Serie tatsächlich den zweiten Platz geben. Ich kann nicht glauben, wie gut mir dieses Ding gefallen hat. Ich hab tatsächlich, bekommt ihr auch von mir noch eine episodenweise Review. Ich habe mir die Serie nämlich wie folgt angeschaut. Ich habe mir erst Episode 1 angeguckt, dann habe ich dazu eine Review gemacht. Dann habe ich mir Episode 2 angeguckt, dazu ein Review gemacht. Und Episode 3 und so weiter. Also habe ich jetzt gerade mit 10 Episoden komplett durchgemacht und bin jetzt eben gerade dann zum Abschluss gekommen. Ursprünglich solltet ihr eigentlich die Episodenbesprechung vor diesem spoilerfreien Review hier bekommen. Dann habe ich mir gedacht, das macht aber eigentlich wenig Sinn, weil ich ja in den Episoden selber über die Episoden spoiler, zumindest die, die ich eben gerade geguckt habe. Deswegen ist es wahrscheinlich cleverer, wenn wir diesen spoilerfreien Talk hier vorher besprechen. Wenn wir da einfach ganz kurz drüber quatschen, wir fangen einfach an. Viel Spaß mit dem Video. Ja, die Jurassic World Animationsserien, irgendwie bekommen die das hin, eine Geschichte genau so zu erzählen, dass ich mir als Zuschauer denke, das hätte ich sehen wollen, das hätte ich in den Filmen sehen wollen. Das sind die Stories, die mich eigentlich interessieren. In Jurassic World Camp Cretaceous geht es um eine Gruppe von Kindern, die null in den Park involviert sind, beziehungsweise nicht wirklich in den Park involviert sind, wie jetzt zum Beispiel ein Owen, der einfach mal so in die Hauptzentrale reinmarschieren kann und da irgendwie eine Ansprache hält. Oder auch ein Dr. Alan Grant im allerersten Jurassic Park-Film, wo ja die gesamte Gruppe direkt einen Bezug zum Gründer des Jurassic Park hatte. Nein, in Jurassic World Camp Cretaceous verfolgen wir einfach die Geschichte von einer Gruppe von Kindern, die auf der Insel gestrandet sind, also auf der Isla Nublar, und selbst gucken müssen, wie sie jetzt überleben. Das finde ich schon unfassbar faszinierend an dieser gesamten Serie. Ihr wisst, Staffel 4 und 5. Ja, das wird weiterhin, werden die beiden Staffeln, die werden der Fiebertraum der gesamten Jurassic-Reihe bleiben. Und dann wurde irgendwann Jurassic World Chaos Theory angekündigt. Und ich dachte mir, okay, gucken wir einfach mal rein, was da jetzt großartig passieren soll. Wir haben ja so einen allerersten Pitch bekommen, dass die Hauptfigur eine Sydney sein soll und Sydney soll einen Arm verlieren bei einem Vorfall mit einer Kreatur irgendwo am Lockwood-Anwesen. Und ich dachte mir, okay, worum soll es dann jetzt grob gehen? Wer ist diese Sydney? Und naja, inzwischen wissen wir ja, das wurde alles wieder komplett verworfen. Sydney gibt es so nicht in der Serie. Stattdessen wurden eben Darius und Co. zurückgebracht und naja, wir haben quasi Staffel 6 bekommen von Jurassic World Camp Cretaceous, nur dass wir jetzt eben nicht mehr im Camp Kreidezeit unterwegs sind, sondern auf dem Festland. Die Serie jetzt hier, die spielt zwischen Jurassic World 2 und Jurassic World 3 und greift tatsächlich auch den ein oder anderen Side-Fact zu Jurassic World Dominion an. Nee, auf, greift ihn nicht an, Quatsch, greift ihn auf. Ich werde jetzt hier nicht verraten, in welcher Hinsicht, das würde nicht allzu viel vorwegnehmen, aber ich will jetzt hier wirklich so spoilerfrei bleiben, wie ich irgendwie kann. Es wird auch noch ein paar weitere Videos zu Jurassic World Camp Cretaceous geben, wo ich dann mal mehr auf bestimmte Sachen eingehen kann, die aufgeworfen, aber vielleicht nicht unbedingt erklärt wurden. Unter anderem einfach nur ganz kurz das Stichwort Wassertanks oder Unterwassertanks. Da will ich noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Aber ansonsten macht die Serie eines nahezu perfekt und ich liebe es, wenn das so funktioniert. Um diese Serie zu verstehen, solltest du vielleicht Camp Cretaceous vorher gesehen haben. Das wäre relativ empfehlenswert, aber du brauchst die Filme nicht gesehen zu haben. Das funktioniert tatsächlich in diesem eigenen Animations-Netflix-Kosmos.
Auf der anderen Seite auch fällt mir jetzt nichts unbedingt ein, wo ich sagen würde, ja, du verstehst jetzt aber Jurassic World nur, wenn du die Serie hier gesehen hast. Worum geht's in Jurassic World Chaos Theory? Naja, das Ganze haben wir ja schon im Trailer gesehen. Es geht hierbei um den Tod von Brooklyn. Ja, das ist der Auslöser der gesamten Serie. Und die Serie beginnt tatsächlich zu einem Zeitpunkt, wo dieser Vorfall schon geschehen ist. Darius selber jagt wie besessen einem Allosaurus hinterher, denn den hat er selber am Ort der Tat gesehen und verbindet deswegen den Tod von Brooklyn eben mit diesem Allosaurus. Eines Nachts taucht dann auch Ben bei ihm auf und Ben erzählt ihm, Darius, ich glaube, dass der Unfall von Brooklyn, dass das kein Unfall gewesen ist. Hier beginnen wir jetzt damit, eine Verschwörungstheorie aufzubauen, die dann im Grundgerüst so stark verankert wird, dass die auch bei uns als Zuschauer verdammt gut funktioniert. Und was meine ich mit verdammt gut? Wisst ihr noch, wo ich mal gesagt habe, ich würde mich total drüber freuen, wenn die Serie es vielleicht schafft, uns permanent ein Fragezeichen überm Kopf aufflackern zu lassen, dass wir einfach nicht wissen, wer ist jetzt auf der guten Seite, wer ist auf der bösen Seite. Ja. Tatsächlich, das ist genau das, was hier passiert. Die Serie schafft es verdammt gut, Figuren einzubauen. Und wir zweifeln irgendwann daran, ob diese Figuren, auch wenn sie sich gerade wirklich wie Freunde der Nublar 6 oder Nublar 5 verhalten, ob die nicht doch irgendwie in einen gewaltigen Komplott drinstecken. Ich meine, Ben wirft dann irgendwann so viele Theorien auf, dass man wirklich dabei ist, dann nach und nach auszusortieren beim Schauen, was jetzt noch sein kann und was jetzt nicht mehr sein kann. Wir haben 10 Episoden, die gehen jeweils pro Episode um die 20 Minuten und da hätte ich mir tatsächlich noch ein bisschen mehr gewünscht, aber im Endeffekt auch einfach nur, weil sich diese 10 Episoden verdammt gut weggucken lassen. Was aber auch ein relativ cleverer Schachzug ist, jede dieser Episoden hat natürlich einen sehr fiesen Cliffhanger. Und so sitzen wir dann vor Jurassic World Chaos Theory und beobachten, was aus unseren Helden geworden ist. Wie haben sich die Kinder, die jetzt zu jungen Erwachsenen herangewachsen sind, im Laufe der Zeit verändert? Und sogar das baut die Serie extrem gut auf. Ich will jetzt hier nicht wieder auf Jurassic World rumreiten, aber da haben wir einfach Owen, dem seine Hintergrundgeschichte ist, dass er mal was mit Claire hatte und bei der Navy arbeitete. Das ist billigstes Storytelling bei einem Charakter. Hier jetzt bekommen wir wirklich Hintergrundgeschichten erklärt, die sich zwischen Jurassic World Camp Cretaceous und Jurassic World Chaos Theory abgespielt haben. Was wurde aus der Beziehung von Jess und Sammy? Warum ist scheinbar laut Trailer Kenji nicht bei Brooklyn, wo dieser Unfall passiert? Und was hat's mit Darius seltsamen Wahnvorstellungen auf sich, dass dieser Allosaurus irgendetwas damit zu tun haben muss? Dieses gesamte Konstrukt funktioniert einfach unfassbar genial. Und die Serie spielt immer wieder, ich wollte gerade sagen episodenweise, das stimmt aber gar nicht. Im Endeffekt ist die Serie ein gewaltiger Roadtrip. Es geht darum, dass Ben und Darius nach und nach die Nublar 5 wieder vereinen müssen, um eben herauszufinden, wer hinter dem Tod von Brooklyn steckt oder wer hinter dem gesamten Komplott steckt. Wer jagt die Nublar 6 oder eben jetzt Nublar 5 und warum werden die überhaupt gejagt? Und diese Fragestellung ist so der gesamte Handlungsrahmen von der Geschichte. Die allerersten Episoden, ich meine, das waren so die allerersten 6 Episoden, die gehen dann noch sehr stark auf die einzelnen Figuren ein, was hier auch Sinn macht, denn die sind alle plötzlich woanders. Gerade Hintergrundgeschichten von Jess oder auch von Kenji haben mir echt verdammt gut gefallen. Die sind wirklich tief, die sind wirklich ernst, die sind wirklich nachvollziehbar für uns als Zuschauer. Und immer wieder bekommen wir, das wollte ich eben eigentlich sagen, immer wieder bekommen wir dann auch Flashbacks in bestimmte Vergangenheitssituationen der Nublar 5. Ich will jetzt hier nicht verraten, worum es dabei geht, aber es hat etwas damit zu tun, dass jeder dieser Flashbacks dafür verantwortlich ist, dass wir uns dann versuchen sollen, etwas zusammenzuspinnen, was am Ende dann die große Auflösung von allem ist. Auch den gesamten Jurassic-Charme und gerade das, dass die Faszination Dinosaurier wieder einzuführen, das werdet ihr dann sehen, wenn die Episodenbesprechungen rauskommen. Da werde ich gerade in der ersten Episode nochmal ganz groß drüber abschwärmen. Das klappt hier bei allen möglichen Situationen. Dinosaurier werden hier so eingeführt, wie wir das eben auch kennen. Und erneut muss hier der Vergleich zu Jurassic World einfach gebracht werden zu den Filmen. Warum schafften es die Filme nicht, mit dem Auftreten eines Brachiosaurus diese Magie wieder zu erzeugen? Und hier schaffen sie es wieder mit einem anderen Dinosaurier. Ich meine, in Jurassic World Camp Cretaceous haben sie es einfach geschafft, die Faszination Dinosaurier mit Darius und einem Compi zu erzeugen. Was quasi der erste echte Saurier gewesen ist, den Darius jemals gesehen hat. Die Figuren haben sich
perfekt ergänzt zu dem, was sie einmal gewesen sind. Du erkennst die Charakterzüge der einzelnen Figuren sofort wieder. Das sind noch die Personen, die wir eben kennen aus Jurassic World Camp Cretaceous, aber eben mit Zusätzen. Die haben sich weiterentwickelt, die haben ein eigenes Leben, die haben eigene Probleme. Es sind einfach menschliche Figuren und keine Superhelden, wie jetzt halt zum Beispiel leider wieder Owen. Es gibt sogar Situationen, wo ich mir manchmal gedacht habe, das ist eine Referenz an Owens blödes Handgewedel, weil auch das passiert hier zweimal, nur etwas anders und zwar wesentlich cleverer, wo es eben um das Thema geht, Dinosaurier zu beruhigen. Ich könnte noch so viel mehr erzählen, aber das muss dann im finalen Spoiler-Talk, den ich dann live mache mit dem lieben Mirko von Prehistoric Zone, da muss das dann eben alles raus. Tut mir einen Gefallen, das hier ist eine spoilerfreie Review, deswegen bitte spoilert hier auch nicht in den Kommentaren unten drunter. Die episodeweisen Reviews werden dann auf jeden Fall jetzt dann im Laufe der nächsten Tage folgen. Das könnte ein bisschen viel werden, weil ich eben die gesamten 10 Episodenbesprechungen noch vor dem großen Spoiler-Talk raushauen will. Ja, ich bin noch ganz neben der Spur, ey. Okay, deswegen kann es sein, dass wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Jurassic World Chaos Theory Content bekommt, als ihr das vielleicht gewohnt seid. Und mehr will ich da auch gerade gar nicht drüber reden. Ich will euch wirklich die Chance geben, die Serie so unbefangen wie möglich zu gucken. Ich fand sogar zum Teil, dass der Trailer selber hier und da schon zu viel verraten hat. Auch da gehe ich in der allerersten Episodenbesprechung ein. Sogar wenn du nicht gespoilert werden willst, kannst du dir die einfach mal anschauen. Episode 1 gibt noch nicht wirklich viel weg, aber da beschwere ich mich auch schon über eine Sache, wo ich mir gedacht habe, warum habt ihr das in den Trailer packen müssen, wenn die Serie aber selber einen gewissen Zeitraum ein Geheimnis darum macht. Aber ansonsten ist das gesamte Konstrukt hier unfassbar genial und merkt man bei der Serie, dass hier etwas Großes aufgebaut wird. Das sollte man vielleicht nochmal ganz kurz besprechen. Oh ja, da wird es Videos zu geben. Es gibt 3 Momente, wo ich mir gedacht habe, nein, das ist jetzt die Zukunft des Franchises. Ach nein, das ist jetzt das auch. Da müssen wir auf jeden Fall separat nochmal drüber sprechen. Diese Serie jetzt hier startet offiziell das Jurassic Universe, das Jurassic Franchise. Und was soll ich sagen, wenn das die Qualität ist, die auch später dann die Filme bekommen werden, bin ich auf jeden Fall sowas von dabei. Ey, dann sage ich sogar, vergesst Jurassic World Dominion. Ich gebe Jurassic World Dominion einfach dann den Guilty Pleasure Status, wenn das jetzt hier neue Qualität sein sollte. Ich bin unfassbar begeistert, ihr Lieben, was soll ich dazu sagen? Wenn ich Jurassic Park 1 eine 10 von 10 geben müsste, würde ich der Serie eine 8 von 10 geben. Mir würde jetzt auch nicht einfallen, wo ich 2 Punkte abziehen würde. Aber ich muss 2 Punkte abziehen, weil ich kann die Serie einfach nicht auf denselben Platz setzen wie Jurassic Park 1. Vielleicht werde ich das Ganze erst nochmal sacken lassen und wir machen echt nochmal ein frisches Ranking, wo ich auch die beiden Animationsserien mit reinpacke. Da werde ich dann mal versuchen, das Ganze vielleicht für mich auch ein bisschen klarer zu erläutern. Aber jetzt so aktuell würde ich wirklich sagen, das Ding hier ist wirklich ein Brett. Und jetzt bist wie immer du gefragt, was hältst du von der Serie Jurassic World Chaos Theory? Hast du sie schon gesehen? Wie gesagt, wehe ihr spoilert. Bei Spoiler gibt es direkt einen Bann, da mache ich auch keine Ausnahmen, wenn ihr Kanalmitglieder oder ähnliches seid. Es hat auch so ein bisschen was mit Respekt zu tun, finde ich, dass wenn ich euch darum bitte, nicht zu spoilern, dann lasst es halt auch einfach. Aber ihr könnt mir ja komplett spoilerfrei einfach mal eure Punktevergabe unten in die Kommentare reinschreiben, wenn Jurassic Park 1 eine 10 von 10 wäre. In diesem Sinne, ihr Lieben, ey, jetzt kommt ganz viel Jurassic World Chaos Theory Content auf euch zu. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich werde die Dinosaurier noch mal einzeln besprechen. Ich werde Theorien anschließen, was das und jenes bedeuten kann. Ich werde Zukunftsprognosen machen. Wir werden noch einen Spoiler-Talk halten. Es wird eine Episodenbesprechung geben. Die ist übrigens auch schon abgedreht. Also keine Sorge, dass die nicht kommen wird. Die ist schon fertig und im Kasten. Und ich bin jetzt durch diese Serie wieder komplett im Jurassic-Franchise drin. Jetzt geht's richtig los. Um dieses Video mit John Hammonds Worten zu beenden, welcome to the Jurassic Universe.